So, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zum heutigen Webinar Neuerungen in Inventor 2018. Mein Name ist Lukas Murauer und ich werde Sie heute durch dieses Webinar leiten. Ja, zum eigentlichen Thema heute. Inventor 2018, was ist neu? Möchte vielleicht zum Einstieg vorab mal nur auf ein anderes Thema hinweisen. Für alle, die es noch nicht kennen, nämlich die Inventor Idea Station. Ja, ist nämlich jetzt auch ein großer Part eigentlich oder ein wichtiger Part da in der Was ist neu? Also die Idea Station ist im Grunde eine Plattform für alle Anwender, um Ideen, Anregungen oder Vorschläge zu bringen für die Entwicklung von Inventor. Ja. Und funktioniert im Grunde so, dass die Idee dann ganz einfach von anderen Benutzern bewertet werden kann. Und je besser diese Idee bewertet ist, desto realistischer ist es, dass wir diese Funktion möglicherweise irgendwo in einem Zwischenrelease einmal im Inventor vorfinden. Ja. Also ich habe da jetzt auf dieser Folie einfach mal zwei Beispiele hinzugefügt, nämlich das Improved Measurement Tools für das Messen ist ein Punkt, wo man schon sieht im Status implemented. Ja. Also wir haben das mittlerweile jetzt mit Inventor 2018 auch schon im Inventor verfügbar. Und dann habe ich einfach nur einen zweiten Punkt mit dem Status Accepted, Level of Details for Parts, wo man dann im Grunde, also der Vorschlag, im Vorschlag geht es einfach darum, dass wir Detailgenauigkeiten auch für Bauteile erstellen können, wo dann halt einzelne Elemente zum Beispiel unterdrückt werden für die Vereinfachung. Ja. Hat auch schon 306 Votes, wenn man sich das ansieht. Und ich sage mal, mit so einem Stand ist es wahrscheinlich nicht mehr unrealistisch, dass wir das in nächster Zeit irgendwann einmal auch im Inventor wieder vorfinden. Ich habe jetzt dafür diese Was ist neu? Ein Symbol. Das ist dieses Inventor, also Ideas-Übermittlung. Überall, wo dieses Symbol auftaucht bei den neuen Funktionen, ist auch im Grunde ein Vorschlag von einem Anwender, ja, der sich da halt aktiv beteiligt hat. Somit möchte ich da schon gar nicht mehr länger aufhalten, sondern gleich mal direkt ins eigentliche Thema starten. Mal im Überblick, was werden wir machen? Also ich habe mir da jetzt ganz einfach 6 Punkte rauspickt aus der Was ist neu. Es sind natürlich nur wesentlich mehr Kleinigkeiten drinnen zum Vorfinden, aber ich sage jetzt mal, die wichtigsten Punkte haben wir da im Überblick. Eben wie vorhin schon angesprochen, im Punkt Idea Station die Verbesserungen beim Messen. Werden wir uns anschauen, wir haben Browser-Verbesserungen reinbekommen, die haben das Leben durchaus etwas vereinfachen. Wir haben bekommen Anycart für Inventor, eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben die modellbasierte Beschriftung, in die wir reinschauen werden mit Inventor 2018. Wir haben sehr gute Verbesserungen eigentlich bei der Konturvereinfachung reinbekommen und dann haben wir noch ein paar so allgemeine Punkte, wo wir ganz einfach ein paar kleine Verbesserungen und das sind eigentlich meist Verbesserungen aus der Idea Station in den einzelnen Funktionen. Gut, und somit würde ich sagen, schauen wir gleich mal in das erste Thema rein, nämlich die Verbesserungen beim Messen. Ja, und da sieht man jetzt da oben rechts auf der Folie schon, das ist eben eine Ideas-Übermittlung, also kommt von der Idea Station, kommt von einem Anwender. Da ist einmal der erste Punkt. Sämtliche Messtypen, die wir vorhin gehabt haben, ja, sind jetzt alle in eine Funktion vereint worden. Ja, ist jetzt noch nicht sonderlich spektakulär, aber es ist dann auch so, dass wir im Grunde einen eigenen Dialog haben, der wesentlich mehr Informationen auswirft und wir auch die Möglichkeit haben, dass wir zum Beispiel Einstellungen für den momentanen Messvorgang alle in dem Dialog zusammengefasst haben. Das heißt, wir können die Genauigkeiten und auch die Zweiteinheiten zum Beispiel auf Bedarf einfach umstellen. Ja. Wir haben wesentlich bessere Anzeige der Messergebnisse im Grafikfenster bekommen. Also man sieht das da jetzt da rechts unten recht schön mit dem Delta X, Y und Z, wo man genau ausgeben kann, wie wird der Abstand gemessen. Also das ist von der optischen Aufbereitung her wesentlich hochwertiger als das, was wir bis jetzt gehabt haben. Und wir bekommen auch wesentlich mehr Informationen zu den einzelnen Messvorgängen. Sprich, wir bekommen nicht nur den Abstand oder Abstand Delta X, Y und Z, sondern wir bekommen dann auch noch Informationen über die gewählten Geometrien. Also wenn ich auf der einen Seite eine Kante ausgewählt habe, dann haben wir da im Grunde die Länge dabei. Und wenn wir jetzt auf der anderen Seite einen Kreis angewählt hätten, dann hätten wir da Durchmesserradius und dergleichen dabei. Also wesentlich mehr Informationen in einem Messvorgang. Und was auch noch ganz wichtig ist, ist eine Kleinigkeit, aber trotzdem nicht unrelevant, es bleiben die gewählten Geometrien für den Messvorgang im Grafikfenster hervorgehoben. Und genau das schauen wir uns jetzt mal einfach gleich direkt an.
Also, wir haben da jetzt die Einstellung von den Einheiten, von den Zweiteinheiten, und man sieht da jetzt, da hat eben auch beide Messergebnisse gesehen. Wir können da jetzt da ganz einfach wieder umschalten, die Zweiteinheiten wieder deaktivieren, und dann haben wir im Grunde die Geschichte mit dem Messen von einem Abstand Kante auf Punkt, ja, wo wir zum einen die abstehende Mindestabstand, Maximalabstand, Delta, X, Y und Z bekommen und auch die Informationen zu den einzelnen Geometrien und auch das bessere grafisch dargestellte, die besseren Abstände optisch dargestellt. Ja. Und da haben wir nochmal zum Unterschied jetzt ganz einfach einen Abstand von Kreis auf Kante, wo wir die Information zur Kante bekommen und auch die Information zum Kreis mit Durchmesser, Radius und dergleichen. Am Messvorgang abschließen oder neu starten ist in dem Fall jetzt da sehr einfach geworden oder sehr benutzerfreundlich geworden. Es reicht einfach ein Klick ins Leere, ins Grafikfenster, und somit kann man wieder von vorne starten. Das ist im Grunde auch schon, ich sage jetzt einmal, der Überblick gewesen in die neue Messfunktion, den wir an der Stelle jetzt auch gleich mal abschließen und uns gleich die nächste Verbesserung anschauen, nämlich beim Browser. Was haben wir beim Browser reinbekommen? Ja? Wir haben die Möglichkeit, den Browser zu durchsuchen. Und zwar nicht nur nach Bauteile, sondern es wird nach Eigenschaften gesucht in den Bauteilen. Das sieht man jetzt da in diesem Screenshot, wenn man unten schaut bei den Bauteilen rechts. Es werden auch die Air-Properties durchsucht, und wenn man da mit dem Cursor dann hinfährt auf dieses Symbol, dann kriegt man auch genau angezeigt, in welcher Eigenschaft diese Information oder dieser Suchtext vorkommt. Und genauso wird das auch bei den Abhängigkeiten zum Beispiel durchsucht. Also das kann durchaus hilfreich sein, vor allem bei großen oder komplexen Baugruppen. Das nächste, was wir reinbekommen haben, sind Browserfilter. Die ermöglichen es uns, dass wir uns zum Beispiel, also wir haben da zwei Filter drinnen, das ist, wenn man es in dem Symbol des Mittler, in dem Bild das mittlere Symbol ansieht, das ist einfach das Anzeigen von unaufgelösten Referenzen, sprich wenn ich in der Baugruppe irgendwelche fehlerhaften Verknüpfungen habe, dann kann man sie da ganz einfach auf Knopfdruck rausfiltern lassen. Und das rechte Symbol wäre im Grunde alle Komponenten, Baugruppen, Unterbaugruppen, die einfach zum jetzigen Stand nicht aktuell sind und aktualisiert werden müssen. Und das linke Symbol mit dem Filter wäre dann im Grunde ganz einfach den gewählten Filter wieder entfernen. Als nächsten Punkt haben wir das Verwenden mehrerer Browserfenster. Ja, also wir haben jetzt auch die Möglichkeit, zum Beispiel, wie man dort schon sieht in dem Screenshot, das Messen direkt in die Oberfläche ich sag jetzt mal, einzubinden. Die Positionen von diesen Browserfenstern werden abgespeichert, und beim nächsten Messvorgang haben wir die ja wieder an der gleichen Stelle drinnen. Genauso wie zum Beispiel in den iLogic Browser oder zum Beispiel in der Baugruppe, auch nicht unwichtig, der Favoritenbrowser für das Inhaltscenter. Und wir haben jetzt auch die Möglichkeit, im Browserfenster, also direkt im Modellbrowser mehr oder weniger, schnell zwischen einzelnen Umgebungen zu wechseln. Sprich, wenn ich jetzt von der Baugruppe zum Beispiel in die Inventor Studio Ansicht vom Browser wechseln möchte oder wieder zurück ins Modellieren, dann können wir das jetzt auch alles direkt im Browser machen. Durch eine Schnellwahl eigentlich. Und auch das können wir sich gleich mal direkt ansehen. Das heißt, wir haben da oben ein eigenes Suchfeld reinbekommen, wo wir uns den Browserfilter jetzt für die unaufgelösten Referenzen ganz einfach mal aktivieren können. Und sobald wir das gemacht haben, kriegen wir aufgelistet sämtliche fehlerhaften Referenzen. Mit dem XAL wird der Browser diese Suchabfrage einfach wieder gelöscht. Und jetzt können wir hergehen und zum Beispiel in der Suchleiste irgendeinen Schlüssel oder noch irgendeinen Wert zu suchen. Und es wird dann der ganze Browser durchsucht. Wie gesagt, wir sehen die Abhängigkeiten, wir haben die Bauteile und dann eben auch die Eigenschaften, auf die wir nur zugreifen können. Dann haben wir ganz einfach die Möglichkeit, ein weiteres Browserfenster hinzuzufügen. Man muss das auch nicht separat behandeln, man kann das über Registerkarten mehr oder weniger steuern, oder wer möchte, kann sich das auch wirklich als eigenes Fenster irgendwo am Inventor-Bildschirmrand platzieren. Wie gesagt, diese Einstellung ist dauerhaft, ja, und wird beim nächsten Mal starten von diesem Dialogfenster. Das beste Beispiel dafür ist das Messen, ja, weil sobald der Messvorgang abgeschlossen wird, wird auch das Browserfenster geschlossen. Und beim nächsten Start wird das ganz einfach wieder an derselben Stelle aktiviert oder angezeigt. Das waren im Grunde einmal die groben Verbesserungen für den Browser. Das heißt, wir haben im Grunde eigentlich schon den nächsten Punkt abgehandelt. Und schauen Sie dann gleich den nächsten Punkt an, nämlich das Anycart für Inventor. Ja, was kann man sich darunter vorstellen? Anycart-Technologie ist ja im Grunde, wie soll man sagen, beschreibt eigentlich den Datenimport in Inventor, ja.
Oh, haben wir bis dato jetzt eigentlich nur für die, also nur ist jetzt sehr schmälernd, will ich nicht sagen, für die anderen CAD-Daten oder für andere CAD-Systeme, nämlich auch mit der Möglichkeit, das Ganze referenziert einzufügen in den Inventor, und dasselbe funktioniert jetzt mittlerweile auch mit native Inventor-Dokumente. Ja. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, Bauteile, Baugruppen aus einer aktuellen Version wie 2018 im Inventor 2017 zu platzieren, zu öffnen. Ja. Das Ganze auch wieder referenziert, also wir haben leider nicht die Möglichkeit, dass wir diese Komponenten dann mit Inventor 2017 grob bearbeiten, ja, weil immer davon ausgegangen wird, dass die Änderung eigentlich von der eigentlichen Inventor-Version kommt. Ganz wichtig für diesen Workflow ist, wir brauchen unbedingt von Inventor 2017 das Update 4. Und nur mit diesem Update 4 haben wir dann auch die Möglichkeit, dass wir Inventor-Dokumente von 2018 eben einpflegen. Das können wir uns jetzt gleich mal direkt ansehen. Ja. Also ich gehe jetzt da einfach mal vom Öffnen und Ableiten aus von einer Komponente. Wir haben im rechten Bildschirm Inventor 2018 mit einem Bauteil, im linken Bildschirm haben wir Inventor 2017, und da machen wir im Grunde genau das gleiche Bauteil auf. Wie gesagt, das Ganze ist referenziert, ist im Grunde funktioniert wie bei einer abgeleiteten Komponente. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, die Verbindungen zu unterdrücken, zu lösen, wie auch immer. Und wir haben auch die Möglichkeit, die Bauteile, ich sage jetzt mal, einfach zu bearbeiten, ja, in dem Fall mit der Direktbearbeitung. Wir konnten das Bauteil aber jetzt da im Grunde ganz einfach dafür verwenden, dass wir mit der Multisolid-Technologie uns irgendwelche Dokumente hinzukonstruieren. Ja. Also wie gesagt, das geht einfach mit Öffnen, Ableiten. Und was natürlich auch funktioniert, ist, dass wir sagen, wir haben jetzt eine bestehende Baugruppe in Inventor 2018, oder der Lieferant schickt uns eine Baugruppe mit Inventor 2018, müssen es mit 2017 einfügen. Dann können wir das ganz einfach ohne Umstände mit platzieren, wie wir es vom Inventor her kennen, in die bestehende Baugruppe einpflegen. Und natürlich dann in weiterer Folge dann auch wieder mit Abhängigkeiten verbauen. Auch hier Änderungen direkt am Modell nicht möglich. Es ist genau das Gleiche. Die Änderung muss eigentlich immer vom Quellsystem, also sprich Inventor 2018, kommen. In 2017 können wir das dann ganz einfach aktualisieren. Wobei auch hier gilt, die Verknüpfung kann unterdrückt werden, die Verknüpfung kann gelöst werden. Und somit werden die Daten ganz einfach importiert. So, das ist im Grunde eigentlich die Sache mit dem Anycut, können wir an der Stelle eigentlich dann auch abschließen, und wir können uns gleich mit dem nächsten großen Thema eigentlich beschäftigen, nämlich der modellbasierten Beschriftung. Was heißt das? Wir haben jetzt mit Inventor 2018 die Möglichkeit bekommen, unsere 3D-Modelle, und ich spreche jetzt da bewusst von Modellen, wenn wir von Bauteilen reden, ja, direkt im 3D-Modell zu bemaßen. Wir haben die Möglichkeit, da Oberflächensymbole hinzuzufügen, Bohrungs- und Gewindeinfos und auch Form- und Lagetoleranzen. Also im Grunde eigentlich die vollwertige Bestimmung von einem 3D-Modell ohne 2D-Zeichnung. Und speziell für die Form- und Lagetoleranzen haben wir da noch dazu bekommen einen Toleranzratgeber, der uns eben darauf hinweist, wenn wir irgendwelche Toleranzen vergeben und nicht alle Freiheitsgrade, sage ich mal, abgedeckt sind. Also das einfach zur Unterstützung. Dann haben wir noch, ganz wichtig, wie schon angesprochen, gibt es in der aktuellen Version nur für Bauteile, ja, ist in Baugruppen noch nicht möglich. Aber naja, wie soll man sagen? Da ist durchaus möglich, dass sie vielleicht in nächster Zeit dann irgendwas ergibt in diese Richtung. Ja. Mehr sage ich jetzt einfach mal nicht dazu. Aber wir halten da ganz einfach auf dem Laufenden. Zusätzlich zu dieser 3D-Beschriftung haben wir ein neues Step-Format bekommen, das AP242. Es ist so, wir haben nämlich dann die Möglichkeit, diese 3D-Annotations mit in die Step-Datei zu exportieren. Und das ist natürlich dann interessant, wenn ich sage, es wird dann in einem CAM-System verarbeitet, was dann diese Informationen auch noch weiterverwenden kann. Ja. Ganz ein wichtiger Punkt bei den 3D-Annotations, ist nämlich gar nicht so einfach. Also gerade für diese Bestimmung von 3D-Modellen gibt es nämlich eine eigene Norm, und die sollte man sich auch unbedingt ansehen, weil ich konnte jetzt, muss ganz ehrlich gestehen, ich konnte jetzt gar nicht sagen, ob zum Beispiel das, was man im linken unteren Bild sieht mit meinen Form- und Lagetoleranzen, ob das eigentlich normgerecht ist. Ja, das ist eigentlich ein relativ umfangreiches Thema, und mit dieser Norm sollte man sich definitiv ein bisschen auseinandersetzen, wenn man da ernsthaft was machen möchte da drinnen. Aber das Ganze können wir uns jetzt auch gleich mal direkt anschauen.
Also wir haben zum einen, wie gesagt, die Bemassung. Das ist, ich sage jetzt einmal, grundsätzlich muss man zwar weggehen von dem Gedanken, 2D-Zeichnung bemaßen, aber wenn man im Inventor in einer 2D-Zeichnung einmal Isometrie bemaßt hat, also eine 3D-Ansicht, also das verhält sich bei der Bemaßung her schon sehr ähnlich. Ja. Also man hat die Möglichkeit, Kanten auszuwählen, Flächen auszuwählen, Punkte auszuwählen. Ja. Und je nachdem, wie das Maß nachher dann in der Voransicht erstellt wird, haben wir immer nur die Möglichkeit, mit der Leertaste, sage ich jetzt einfach mal, die Ausrichtung zu verändern. Dass man das vielleicht von der Darstellung her ein bisschen schlüssiger ist. Was dann auch nicht unwichtig ist, wenn man mit diesen 3D-Annotations arbeitet, vor allem wenn man vorhat, ein Modell zur Gänze zu bestimmen, dass man das Ganze ein bisschen strukturiert in Ansichtsdarstellungen. Ja, weil irgendwann hat man dann ganz einfach nur noch einen blauen Fleck da mit einem Haufen Informationen da im Hintergrund. Und dass man das Ganze ein bisschen differenzieren kann, würde schon hergehen und das Ganze eben, wie gesagt, da mit einzelnen Ansichtsdarstellungen ein bisschen zu differenzieren, wo man ganz einfach die Bemaßungen irgendwo reinpackt oder die Oberflächensymbole. Und natürlich auch die Form- und Lagetoleranzen. Was wir da jetzt nicht sehen, aber trotzdem vorhanden ist, sind zum Beispiel also Sachen wie ganz ein normaler Führungslinientext oder ganz einfach allgemeine Anmerkungen in Form von einem Text. Ja. Wie gesagt, diese Infos werden mit übergeben in einen Step-Export. Gut, und was natürlich auch mitgeht, das werden wir dann im nächsten Schritt dann gleich mal sehen, ja, ist, wenn man das Ganze dann vielleicht auch noch in ein 3D-PDF exportiert, dass man das am Kundenlieferanten wie auch immer zeigen kann. Und auch diese Information wird dann eigentlich sauber auch wieder unterteilt oder strukturiert in den Ansichtsdarstellungen dargestellt. Also da haben wir jetzt zum Beispiel die Ansicht mit den Bemaßungen, wir haben die Oberflächen drinnen und die Form- und Lagetoleranzen. Wo wir es natürlich auch noch einsetzen können, da schaue ich jetzt einfach mal einen Schritt weiter, ist in der 2D-Zeichnung. Ja. Wir haben auch die Möglichkeit, diese Informationen aus dem 3D-Modell abzurufen. Und wie man da schon sieht, in einem eigenen Dialogfenster, wir können sie selber aussuchen, wo wir nur die Beschriftungen haben oder wo wir möglicherweise alle Informationen da drinnen haben. Also das ist ganz ein interessanter Ansatz und funktioniert auch, muss ich sagen, also mir gefällt das eigentlich recht gut. Und damit sind wir im Grunde mit dem Thema eigentlich auch schon wieder durch. Ja. Das heißt, wir haben den nächsten Punkt abgeschlossen und schauen Sie jetzt die Verbesserungen in der Konturvereinfachung an. Ja. Die Konturvereinfachung an sich ist ja nichts Neues, aber wir haben da ganz einfach eine neue Bearbeitung reinbekommen, die es uns jetzt ermöglicht, zum Beispiel die Bauteile ganz einfach noch größer zu entfernen. Gut, das ist jetzt nichts Neues, das hat es mit der alten auch schon gegeben. Nur was mir da halt ganz wirklich gut gefällt ist, wir haben auch die Möglichkeit, Komponenten einfach anzuklicken. Es wird die maximale Diagonale rausgemessen und es werden automatisch alle Bauteile mit demselben Wert einfach aus der Vereinfachung ausgeschlossen. Ja. Wir haben die Möglichkeit, Komponenten manuell aus dieser Vereinfachung auszuschließen oder ganz einfach wieder einzuschließen, jederzeit. Also wir sehen da unten diese Bilder, was wir haben. Links ist zum Beispiel sind die eingeschlossenen Komponenten und rechts haben wir die ausgeschlossenen Komponenten. Das nächste, was ist, wir haben ich sage jetzt mal, einen besseren Zugriff auf die Bohrungsabdeckung. Wir haben jetzt die Möglichkeit, entweder alle Bohrungen zu schließen oder die Bohrung noch Durchmesser zu entfernen. Dasselbe gilt dafür Taschen, ja. Also auch da haben wir die Möglichkeit, alle Taschen zu entfernen oder nur noch einer Flächenkontur. Das gleiche gilt für Radien und Phasen. Und was natürlich ganz wichtig ist, vor allem wenn ich sage, alle Bohrungen schließen, was tue ich, wenn ich trotzdem irgendwo jetzt Befestigungsbohrungen mir beibehalten möchte, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, Elemente anzuwählen, die dann nicht geschlossen werden. Ja. Na, das ist ein Punkt, den werden wir uns jetzt einfach gleich mal direkt ansehen. Ja. Wir haben da die Unterbaugruppe, die es da jetzt gilt zu vereinfachen. Haben die Funktionen jetzt da direkt in der Oberfläche liegen. Das ist im Grunde wie eh und je, Konturvereinfachung und Ersatz für Konturvereinfachung. Ersatz für Konturvereinfachung, wenn wir dann auch gleich noch die Detailgenauigkeit, im Grunde die Vereinfachung als Detailgenauigkeit in der Baugruppe haben möchte. Ja. Jetzt haben wir zuvor, hat man gesehen, dass ich eben die Komponenten einfach durchs Auswählen anhand der Größe entfernt wurden und jetzt sind wir schon in dem Bereich, wo man die Komponenten einfach manuell ausschließen kann aus der Vereinfachung. Sprich, sie werden dann ganz einfach nicht mit abgeleitet in das Bauteil, das erstellt wird. Und genauso einfach können wir umschalten und sagen, naja, lassen wir uns mal alle ausgeschlossenen Komponenten oder Bauteile anzeigen und können die auf Bedarf ganz einfach wieder hinzufügen. Das ist jetzt mal im Grunde alles, was um Bauteile oder Komponenten
was Bauteile oder Komponenten betrifft. Bei den Elementen haben wir jetzt die Möglichkeit, die Bohrungen. Wie gesagt, wir haben auch bei jeder Option im Grunde die Möglichkeit, uns Vorschauen zeigen zu lassen, wo man im Grunde auch schon sieht, dass keine Bohrungen mehr verfügbar sind. Können dann aber noch hergehen und sagen, die Bohrung und vielleicht eine zweite Bohrung sind für mich jetzt durchaus relevant, weil es einfach Befestigungsbohrungen sind und die sollten aus der Vereinfachung ausgeschlossen werden. Dann können wir das ganz einfach durchs Anwählen machen. Und das Gleiche gilt dann in weiterer Folge auch für die Taschen. Ja. Also, wenn wir dann ganz einfach mal sagen, alle Taschen entfernen. Wer es genau wissen möchte, könnte dann auch noch mit dem Elemente erkennen, zum Beispiel sich die Flächen anzeigen lassen, die er da jetzt vereinfachen würde. Und genauso einfach kann man dann diese Elemente, also Elemente, die man trotzdem braucht oder beibehalten möchte, aus der Vereinfachung wieder ausschließen bei den Taschen. Was ich jetzt weggelassen habe, sind Rundungen und Phasen in dem Beispiel. Ja, und wenn wir das jetzt bestätigen, wie gesagt, das Ergebnis von Ersatz für Konturvereinfachung ist im Grunde ein vereinfachter Körper, der aus Detailgenauigkeit in meiner eigentlichen Baugruppe wieder angehängt wird. Und ein ganz wichtiger Punkt bei dieser Sache ist natürlich, dass man diese Vereinfachung, die man da zuvor gemacht hat, auch natürlich wieder bearbeiten kann, weil man vielleicht ein Bauteil zu viel ausgewählt hat zum Ausschließen oder vielleicht nur irgendwelche Komponenten wieder wegschalten kann, obwohl man es noch dabei hat. Ja. Also auch das funktioniert jetzt mittlerweile sehr einfach und vor allem haben wir nämlich auch jetzt in der Bearbeitung die Möglichkeit, uns eine Vorschau für die gewählten Optionen, die man da jetzt getroffen hat, auch wieder anzuzeigen. Ja, jetzt in dem Fall wird jetzt einfach mal alles wieder deaktiviert, sprich es soll eine komplette Vereinfachung werden und mit der Vorschau würde er jetzt im Grunde auch die Änderungen anzeigen. Ja. Also das ist, ich sage jetzt mal so, von der Bedienung her wirklich einfach gehalten und trotzdem sehr effektiv. Ja. Und vor allem, wenn man die paar Klicks, die man da jetzt im Grunde mit dieser Funktion hat, in mehreren Unterbaugruppen irgendwie durchführt, das Ganze wieder kombiniert in einer großen Detailgenauigkeit, dann hat man relativ schnell und einfach eigentlich ein ressourcenschonendes Modell erstellt. Ja. Und damit möchte ich jetzt eigentlich auch gleich mal abschließen mit der Konturvereinfachung. Und wir schauen weiter in die allgemeinen Verbesserungen. Wie gesagt, das sind jetzt ein paar so kleine Feinheiten, die wir da jetzt reinbekommen haben. Und zwar ist es zum Beispiel jetzt bei der Extrusion, haben wir jetzt die Möglichkeit oder die Option eigentlich Abstand von Fläche. Sprich, wir haben unsere Skizzierebene, wollen mit der Extrusion aber auf ganz einer anderen Ebene starten. Da ist jetzt egal, ob das jetzt eine Fläche ist oder eine Arbeitsebene. Wir geben einfach die Startfläche an und können dann nur über den Abstand definieren, wie lang die Extrusion sein soll. Wie man da jetzt auch schon sieht, das ist zum Beispiel jetzt so eine Sache aus der IT-Station, die implementiert wurde. Dann haben wir als nächsten Punkt Bohrung Start verlängern. Ja, was heißt das jetzt ganz einfach? Also man sieht es im Grunde in den Bildern. Das linke obere Bild sagt an, wenn man die Skizzierebene für die Bohrungen in die Tasche reinlegt, hat man das Problem, dass im Grunde nach oben hin nicht alles aufgetrennt wird. Und das ist jetzt ganz einfach mit der Option Start verlängern zu machen. Also das sieht man dann im rechten unteren Bild. Genauso haben wir die Möglichkeit bekommen, in Bohrungen jetzt bidirektional zu erstellen. Also sprich, wenn jetzt irgendwo Bohrung mittig in meinem Volumen irgendwo erstelle die Skizze und eigentlich eine Durchgangsbohrung brauche in beide Richtungen, dann kann man das jetzt ganz einfach mit der symmetrischen oder bidirektionalen Lösung bewerkstelligen. Dann haben wir reinbekommen die Möglichkeit, Phasen teilweise zu erstellen. Ja, das war, ich sage mal, es war bis jetzt auch möglich, nur hat es eigentlich immer eine Extrusion vorausgesetzt. Das ist jetzt wirklich einfach auch mit der Phase darzustellen. Dann haben wir noch ein paar Kleinigkeiten in der Parameterliste bekommen. Ja, das sind zum Beispiel jetzt Filter für Elemente, sprich, ich kann meine Parameterliste jetzt ganz einfach über diesen Filter nach bestimmten Elementen aus dem Browser oder die Parameter nach bestimmten Elementen im Browser filtern. Also wenn ich da jetzt ganz einfach Beispiel hergehe und sage, ich möchte jetzt nur mal die Parameter von der Bohrung 5 sehen, ja, dann braucht man nur diesen Filter auf die Bohrungen anwählen und wir kriegen ja nur die Parameter, die relevanten Parameter angezeigt. Und wir haben reinbekommen eine neue Spalte in der Parameterliste, einbezogen von, wo wir dann im Grunde gleich auf den Blick sehen, wo kommt dieser Parameter D45 jetzt vor. Ja, das war in dem Fall dann die Skizze 4. Und somit kann man sie auch ein bisschen einfacher durchnavigieren. So, und ein paar von diesen Sachen werden wir uns jetzt da wieder ganz einfach mal direkt ansehen.
Also wir haben zum einen die Geschichte mit der Extrusion. Ja. Die erste Extrusion ist ein reiner Abstand. So, dann haben wir im Grunde das ganze Profil, was nochmal raus extrudiert wird. Und das nächste ist dann schon die Sache mit dieser Tasche. Ja. Die Skizze möchte ich dieselbe verwenden, weil ich es in der Geometrie schon berücksichtigt habe. Dann haben wir die Möglichkeit, da bei der Größe die Option Abstand von Fläche zu wählen. Gehen wir Fläche an, von der Weg startet die Extrusion und können dann über den Abstand eben die Länge bestimmen. Ist zuvor, muss man ganz ehrlich sagen, auch möglich gewesen, nur hat man im Grunde entweder die Flächen am Bauteil braucht oder eben zwei Arbeitsebenen, dann ganz einfach die Extrusion zwischen gewählt. So, das war die Extrusion. Schauen wir weiter zur Bohrung. Da haben wir jetzt eben genau den Fall, die Skizze ist jetzt auf der unteren Fläche der Tasche erstellt. Man sieht ja im Grunde in der Voransicht schon, was passiert. Ja. Also die Bohrung wird nicht automatisch erweitert, sondern bleibt eigentlich im Volumen stecken. Und wenn man genau das ausbessern möchte, haben wir in der Bohrung die Möglichkeit, einen Haken zu setzen, bei Start verlängern und somit wird die Kreste Durchmesser der Bohrung ganz einfach nach oben verlängert durch das ganze Volumen. Und bei der Phase, vom Arbeitsablauf her jetzt nicht grob verändert, wir wählen im Grunde nur eine Kante an und haben dann in der Registerkarte teilweise dann die Möglichkeit zu sagen, ja, wir wollen jetzt aber im Grunde einen Abstand von den äußeren Kanten definieren oder einen Abstand und die Phasenlänge, da haben wir im Grunde dann drei Optionen zur Verfügung. In dem Fall sage ich ganz einfach vom Anfangspunkt der Phasenkante ja, einen bestimmten Abstand und am Ende einen bestimmten Abstand. Und somit haben wir das auch sauber drinnen. Gut. Ein weiterer Punkt bei den allgemeinen Verbesserungen ist jetzt die DWG-Unterlage oder das DWG-Anderle. Wir haben ja die Möglichkeit, jetzt 2D-Zeichnungen seit, bin mir jetzt nicht sicher, was in Inventor 2016 oder 17. Auf alle Fälle haben wir die Möglichkeit, 2D-DWGs in den Inventor zu referenzieren. Und dieser Workflow ist ja ganz einfach in 2018 wieder verbessert worden. Jetzt haben wir zum Beispiel den Fall, wir können die DWG-Unterlage direkt in der Baugruppe platzieren. Also wenn man sich den Workflow anschaut an den Bildern, 2017 war es noch so, man hat zuerst die DWG in ein Bauteil referenzieren müssen und diesen Bauteil dann in eine Baugruppe verbauen. Das ist jetzt durchaus verkürzt, wenn wir die Möglichkeit haben, das DWG direkt in der Baugruppe zu platzieren. Was natürlich wesentlich einfacher ist und auch von der Verwaltung her wesentlich überschaubarer ist. Dann haben wir bekommen ein verbessertes Verhalten beim Erstellen vom Gelenken. Ja, man sieht da wieder einen Unterschied. Linkes Bild, Inventor 2017 war es so, wenn man das Gelenk auf ein DWG erstellt hat, dass eigentlich die Ausrichtung vom Modell nachher dann immer um 90 Grad verdreht war zum eigentlichen DWG. Ja. Und im rechten Bild sieht man schon, dass das jetzt von der Ausrichtung her richtig bestimmt wird. Der nächste Punkt ist, wir haben natürlich mit diesem direkten Platzieren in der Baugruppe jetzt auch die Möglichkeit, das DWG direkt aus dem Browser zu öffnen, also das AutoCAD, das DWG im AutoCAD direkt aus dem Browser zu öffnen. Wir haben natürlich die Möglichkeit, den Layer-Zugriff, den wir im Bauteil auch zuvor schon gehabt haben, also wir können uns auch Layer, die wir jetzt in der momentanen Bearbeitung in der Baugruppe vielleicht nicht brauchen, ganz einfach wegschalten, jederzeit wieder hinzufügen. Wir können die Verknüpfung lösen und unterdrücken. Ja. Und auch das werden wir uns jetzt einfach einmal direkt ansehen. Also wir starten mit der Baugruppe und können dann ganz einfach über das Komponenten platzieren, wie wir es kennen, ohne Umstände uns da ein DWG raussuchen und das direkt in die Baugruppe verknüpfen. Ja, Zielebene, Mittelpunkt angewählt, Referenz ist erstellt. Und dann können wir natürlich hergehen und ohne größere Umwege natürlich auch noch das 3D-Modell in die Baugruppe einfügen und dann ganz einfach die Verbindungen, Gelenke erstellen, ja, wie wir sie brauchen. Das Ganze ist natürlich auch assoziativ. Ja. Also wenn man jetzt im DWG dann irgendwelche Änderungen hat, ja, und das im Inventor aktualisiert, werden die platzierten Komponenten natürlich einfach aktualisiert. Und ist im Grunde für einfache Layoutierung, ist es eigentlich wirklich ein super Werkzeug eigentlich. Ja.
weil man im Grunde in seinem Quellsystem oder im gewohnten AutoCAD bleiben kann, dort seine Verschiebungen oder seine Platzierungen machen kann und das 3D-Modell dann ganz einfach mit aktualisiert wird. Da sieht man jetzt zum Beispiel, wie das 2017 ausgeschaut hat. Also da hat man das Modell immer 90 Grad verdreht bekommen. Das ist jetzt mit 2018 nicht mehr der Fall. Also das ist auch von der Ausrichtung her immer richtig. Dann braucht man das Gelenk nur noch auszurichten und schon ist das Modell platziert oder die Verbindung auf das Layout vom 2D erstellt. Gut, somit haben wir auch den letzten Punkt abgeschlossen. Also das waren jetzt so die wichtigsten Punkte, ja, für das, was ist neu mit Inventor 2018. Es gibt natürlich dann noch, wie, ich sage jetzt mal, viele kleinere Punkte, ja. Und genau dafür werden wir wieder Klassenkurse anbieten dieses Jahr. Und zwar werden wir da mal einen in Linz machen am 13. September und am 14. September nachher dann in Wien. Buchbar ist dieser Kurs ganz einfach bei uns über die Homepage oder im Shop oder per Mail info@ataka.com. Gut, und in diesem Sinne bleibt mir eigentlich nichts anderes als zu sagen, danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es kann jeder was mitnehmen oder hat was Brauchbares auch gesehen und wünsche allen nur einen schönen Tag.